Alors, merci beaucoup, merci Alibine pour ces paroles introductives. Nous commençons donc nos travaux par un panel qui est aussi un panel assez exemplaire, assez représentatif des travaux que nous avons menés au cours de ces trois années sur les pratiques médiatiques au service des Lumières, Medien. Praktiken der Aufklärung, parce que nous n'avons pas seulement fait des communications, nous n'avons pas seulement écrit des articles, nous allons évidemment publier des livres à partir de tout ce que nous avons fait ici, mais nous avons aussi et surtout coopéré dans une perspective transnationale et coopéré sur des projets qui sont aussi ouverts à un public plus large. Et la thématique des chants populaires de Herda, qui fédère finalement un peu l'Europe des Lumières, l'espace germanophone et la Baltique, ces chants populaires de Herda ont donné lieu à des expositions qui ont été organisées au cours de ces trois années, au cours des années du partenariat stratégique. Et donc, de ce point de vue-là, le premier panel illustre, je pense, de manière tout à fait claire, la perspective dans laquelle nous avons travaillé au cours de ces trois années. Alors, avant de vous présenter les illustres intervenants de ce panel, je voudrais simplement vous rendre attentif à une petite modification de programme. Catherine Angel, qui devait présenter l'exposition qui a eu lieu à Tartu, n'a malheureusement pas pu venir. Et même si Bordeaux est la proche banlieue de Tartu, nous attendons encore l'arrivée de Lina Lucas, qui a très gentiment accepté de présenter cette exposition. Donc je n'ai pas encore, je n'ose pas regarder mon portable, mais j'ai bon espoir que Lina Lucas atterrira vers 14h30 et grâce au taxi bordelais sera ici parmi nous au plus tard à 15h30. Donc je vous propose d'avancer les deux communications, enfin de faire les deux communications dans l'immédiat, les communications de Kaspar Renna et de Vincent Hoppe et de Beata Paszkiewicza, de discuter sur cette base-là, de faire une pause et de prier, d'espérer avec ferveur que Lina Lucas, que les avions d'Air France et d'Air Baltique ou d'autres compagnies nous feront le plaisir de nous l'amener à l'heure fixée. Alors, Lidvine m'a presque ôté les compliments de la bouche lorsqu'elle a présenté Kaspar Renna et Vincent Hoppe. À mon tour, je voudrais insister sur le fait que nous avons développé au cours des années évidemment des relations amicales, donc ils ne rougiront pas de ce que je vais dire à présent. Donc je voudrais souligner qu'évidemment, sans Vincent Hoppe et sans Kaspar Renna, nous aurions eu des dépressions, des accès de colère à l'égard de nos administrations respectives, à l'égard des directions d'hôtels, mais le slogan de Kaspar Renna et de Vincent Hoppe, c'est bien sûr « kein Problem », pas de problème. D'accord. On trouve toujours une solution, on trouve toujours un arrangement. Donc, de ce point de vue-là, je trouve qu'ils sont véritablement les figures de proue de notre projet et finalement de tout projet européen. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'ils vont présenter à deux une introduction, une introduction justement à ce concept de coopération transnationale autour d'une exposition. Donc Vincent Hoppe est assistant à la chaire Culture des Lumières, c'est la chaire qu'occupe Ivan Michelangelo d'April à Potsdam. Il a bien sûr aussi beaucoup d'autres compétences. Il fait notamment une thèse sur le droit d'auteur
au XIXe siècle, hein, sur les rapports, hein, entre littérature, émergence, hein, de l'auteur indépendant et droit d'auteur au XIXe siècle. Il est investi aussi, hein, dans l'édition, hein, complète de la correspondance de Grimm, et donc de ce point de vue-là, hein, il est véritablement un expert, hein, du XVIIIe et du XIXe siècle. Caspar Reyna, hein, tout aussi illustre chercheur, hein, va bientôt, et lui aussi, hein, assistant auprès, hein, de Ivan Michelangelo d'April, hein, va terminer sa thèse, hein, c'est une thèse, hein, qui est tout à fait, qui s'inscrit tout à fait dans le cadre de ce panel, hein, et du projet du partenariat stratégique en général, hein, sur Herda à Riga. Et il est là aussi, hein, un chercheur, hein, tout à fait qualifié pour introduire le concept de l'exposition et puis pour mettre en évidence, hein, la manière dont les projets, hein, ont été menés à bien, hein, dans les différents lieux, hein, de notre partenariat stratégique. Je leur cède la parole. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Lidwin, lieber Tristan. Also wir sind regelrecht etwas beschämt natürlich über diese kleine Lobeshymne, aber umso mehr herzlichen Dank. Wir freuen uns wirklich sehr, hier sein zu können. Zum Abschluss des Projekts zu den Medienpraktiken der Aufklärung. 3 Jahre lang hatten wir dieses Projekt, wie wir denken, ja, ganz schön und erfolgreich gestaltet. Wir hatten uns gesehen zuletzt bei der großen Sommerschule in Riga und Tartu 2017. Lidwin hat davon schon berichtet. Dann bei der etwas kleineren, aber umso heißeren Sommerschule in Potsdam 2018. Und nun also hier im schönen Bordeaux zur Abschlusskonferenz. Es ist auch schön, dass einige der Anwesenden hier im Saal ja auch schon zu Gast waren für Seminare hier an der Université Bordeaux-Montaigne. Ich sehe Silke Pasewalk gerade im angeregten Gespräch im Publikum. Sie war hier, Reides Bicevskis, ebenfalls eine Vielzahl von Medien, von Praktiken und von Autoren sind im Rahmen unseres Projekts in den Fokus gerückt. Transnationale Zeitschriften, Pamphlete und Volkslieder, das Hören und das Sehen, Lesen und Exzerpieren, Herder, Hamann und Heidegger, um nur 3 große zu nennen, weil ich gerade Reives Bicevskis sehe. Eine panoramatische Vorstellung der Projektaktivitäten erwartet uns am Freitag, geleitet von den Studierenden. Wir sind gespannt auch auf ihre Eindrücke und Bilder, natürlich auch auf die Bilder. Und ich finde es sehr schön und passend, dass wir den Auftakt dieser Veranstaltung nun ausgerechnet in der Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine haben. Ich bin erstmal etwas gestolpert über diese Formulierung d'Aquitaine, hatte mich gefragt, ist es das Haus der Menschenwissenschaften, der Humanwissenschaften von Aquitanien oder das Haus der Wissenschaften vom aquitanischen Menschen, also der Menschen, die hier in Aquitanien leben. Ist der Aquitanier, die Aquitanierin ein besonderer Mensch, ein spezielles Exemplar der menschlichen Gattung? Es wird die eine oder andere Gelegenheit geben, denke ich, das im Laufe der Woche herauszufinden. Hier in der Bibliothèque de Bordeaux, dem Musée d'Aquitaine und auf, ja, diversen Feldforschungen in der Stadt. Johann Gottfried Herder, dem großen deutschen Autor, der seine Jugend in den Jahren 1764 bis 69 in Riga verbrachte und dort begann, Volkslieder zu sammeln, hätte dieser Name, dieses Konzept und dieser Ort, Maison des Sciences de l'Homme, jedenfalls sehr gefallen. In Deutschland gilt Herder zwar als ein wichtiger Diskursbegründer und Klassiker der geisteswissenschaftlichen Disziplinen, also der Wissenschaften, die sich mit dem Geist beschäftigen. Aber das spezifisch französische Konzept der Sciences de l'Homme, der Humanwissenschaften, hätte Herder sicherlich eingeleuchtet. Denn im Mittelpunkt seiner historischen und philosophischen Forschungen stand der Mensch. Besonders deutlich formuliert Herder diese Erkenntnis in seiner frühen, in Riga verfassten Preisschrift zum komplizierten Thema
wie die Philosophie zum Besten des Volks allgemeiner und nützlicher werden kann, von 1765. Ich hoffe, man kann das irgendwie ins Französische übersetzen. In kritischer Abgrenzung von den etablierten philosophischen Disziplinen unter der Leitung der klassischen Metaphysik fordert Herder, dass der Mensch zum Ausgangs- und Fluchtpunkt jeder Erkenntnis werden müsse. Der Mensch rückt dabei nicht nur als Verstandes, sondern zugleich als Gefühlswesen in den Fokus der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit. Gerade in seiner sinnlichen Existenz, als eine Kreatur, die denkt, aber auch fühlt, sieht und hört. Indem Herder dieses neue Bild des Menschen entwirft, vollzieht er eine anthropologische Wende, die er selbst auch als kopernikanische Wende bezeichnet hat. Herder entdeckt und kartografiert den Kontinent des Menschen neu, so lautete auch die Ausgangsthese eines schönen von Lina Lukas und Eva Pirimä in Tartu organisierten Symposiums 2015. Damit bringt Herder eine Grundtendenz der gesamteuropäischen, der französischen, deutschen, baltischen, aber natürlich auch der britischen Aufklärung zum Ausdruck. The proper study of mankind is man, wie es schon viel früher Alexander Pope formuliert hat. Auch die Volkslieder, die Herder in Riga in den Jahren 1764 bis 69 zu sammeln beginnt, sind zunächst ein anthropologisches Forschungsprojekt. Sie handeln, um den Titel einer späteren Preisschrift vorwegzunehmen, vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele. Die Lieder werden Herder zum privilegierten Medium, um zu beobachten, wie Menschen sinnlich erkennen und empfinden. Die Ausgangshypothese des Experiments mit den Volksliedern lautet, dass im Korpus der gesammelten Lieder bestimmte Klänge identifiziert werden können, denen spezifische Gefühlsqualitäten entsprechen. Etwa die Klage, die als Ausdrucksform eines menschlichen Grundaffekts interpretiert wird. Herders Volksliedsammlung ist in diesem Sinne als eine universale Klang- und Gefühlsenzyklopädie angelegt, gleichsam als alternative Enzyklopädie der Aufklärung. Herders gesteigertes Interesse für Lieder als Ausdrucksform des menschlichen Seelenlebens verweist dabei auf den engen Zusammenhang von Anthropologie und Ästhetik. Beide Diskurse emergieren gleichzeitig. Mit der Neuvermessung des Menschen ist eine Aufwertung der niederen Erkenntnisvermögen verbunden, die zu Fundamentalen aufgewertet werden. Damit ist Herder Teil einer durchaus revolutionären Bewegung, die darauf abzielt, den Primat von Verstand und aufklärerischem Gesichtssinn zu brechen. Man hat dies als Umkehr der Hierarchie der Sinne beschrieben. In diesem Kontext wurde die zentrale Bedeutung des Gehörsinns herausgearbeitet, der im 18. Jahrhundert neu entdeckt wurde. So lautet die Ausgangsthese eines internationalen Symposiums, das Clémence Couturier-Heinrich 2017 in Amiens veranstaltete. Letztes Jahr ist der Konferenzband mit dem Titel Louis dans la pensée européenne au XVIIIe siècle in der Revue Germanique Internationale erschienen. Die Erkenntnis, dass das Gehör ein privilegierter Kanal zur menschlichen Seele und dem Gefühl besonders eng verwandt sei, hat Herder sehr schön in seinem vierten kritischen Wäldchen von 1769 formuliert. Das Gehör ist, Zitat, der innigste, der tiefste der Sinne, Zitat Ende, heißt es dort. Von dieser Einsicht gehen verschiedene Theorie- und Praxisfelder aus, die sich Herder in Riga erschließt. Nicht nur als Volksliedsammler, sondern natürlich auch als Prediger, der zum Volk spricht. Dabei verfolgt Herder stets eine doppelte Agenda. Die menschlichen Erkenntnisvermögen sollen beobachtet und zugleich gebildet werden.
Neben den anthropologischen und ästhetischen Implikationen verbindet sich mit Herders emphatischem Diskurs über Mensch und Menschheit drittens ein sozialrevolutionärer Impetus. Im Medium der Volkslieder sollen nicht nur alle Sinne, sondern auch alle Stände angesprochen werden, nicht nur der gelehrte Stand, sondern das ganze Volk. Der Aufwertung der niederen Seelenkräfte korrespondiert die Aufwertung des niederen Standes, der niederen Stände, die nicht mehr nur pejorativ als illiterater Pöbel bezeichnet werden, sondern als noch zu bildendes Volk zum neuen Hoffnungsträger des Aufklärungsprojekts avancieren. Das ist natürlich maßgeblich durch die Zivilisationskritik Rousseaus beeinflusst. Die Volkspoesie ist als programmatischer Gegenentwurf zur gelehrten Dichtung angelegt, die ein weitgehend exklusives Vergnügen des Standes der Gelehrten, der Literati, war. In autobiografischer Perspektive wird diese Differenz besonders effektvoll im Journal meiner Reise markiert, das Herders Aufbruch von Riga 1769 nach Frankreich schildert. Hier inszeniert Herder, wie er die eigene gelehrte Existenzform abstreift, die mit seinem Riga-Dasein als Lehrer, Prediger und gelehrter Autor verbunden war, um sich in einen neuen Menschen zu verwandeln, frei nach der Devise »Du musst dein Leben ändern«. Die Formulierungen, die Herder dabei prägt, sind in die Topik der Gelehrsamkeitskritik seit der frühen Neuzeit eingegangen, die Gunther Grimm in seinen Studien zur antigelehrten Dichtung beschrieben hat, etwa wenn Herder sich als Tintenfass der Gelehrsamkeit beschreibt. Wir hatten versucht, das Reisejournal auf der Sommerschule in Riga 2017 zu lesen und haben dabei teilweise Schiffbruch erlitten. Das sind aber häufig die wichtigsten Lektüre-Erlebnisse, zumal man sie wiederholen kann. Und Herder stach in See nun ausgerechnet am 3. Juni 1769, also gestern vor exakt 250 Jahren. Das kann kein Zufall sein. Rückblickend wird die Schiffsreise im Briefwechsel über Ossian von 1773 zur Urszene der Entdeckung des Volkslieds stilisiert. Im Medium eines fiktiven Briefwechsels beschreibt Herders alter Ego seine emphatische Ossian-Lektüre zur See. Ossian bildet dabei aber gleichsam nur den Ausgangspunkt, um weitere Proben für die Poesie fremder Völker zu sammeln. Dass diese Lieder in einem gelehrten Briefwechsel gesammelt werden, bringt den performativen Grundwiderspruch des Volksliedprojekts ganz gut auf den Punkt. Gelehrte versinken immer tiefer in ihren Bibliotheken, um diesen zu entfliehen. Dabei sind Herder offenbar die gelehrten Exzerpte durcheinander geraten. So verwechselt er die litauischen Lieder, auf die er in seiner Lektüre der Briefe über die neueste Literatur betreffend stößt, mit lettischen Liedern. Herders Blick auf fremde Völker entbehrt hier noch jeder Trennschärfe. Das kann die emphatische Berufung seines alter Egos auf die eigene Ohrenzeugenschaft fremder Lieder kaum verdecken. Stellvertretend für Herder betont es, dass es, Zitat, Gelegenheit gehabt habe, lebendige Reste dieses alten, wilden Gesangs, Zitat Ende, gleichsam live zu hören. Der Briefwechsel belässt es hier jedoch bei einigen kryptischen Andeutungen, welche im Rückblick dann gleichsam konjekturalphilologisch zu einer regelrechten Urszene ausgestaltet wurden, die sich am Jägelsee unweit von Riga zugetragen haben soll. Martin Spoiko hat auf der Sommerschule 2017 in Riga einige Ansätze präsentiert, um diese Urszene aus parallel überlieferten Text- und Tonquellen gleichsam hypothetisch zu rekonstruieren. Was hätte Herder damals möglicherweise hören können? Das bleibt ein Spiel mit Konjunktiven. Fakt ist, dass Herder im Briefwechsel über Ossian die Fiktion eines Ursprungs entwirft, der jeder sozialen, kulturellen und politischen Ordnung vorausliegen soll
einen Ursprung des Menschen in seiner sinnlichen Existenz. Die besondere Dialektik der Aufklärung liegt darin begründet, dass die Revolution gegen die Ständeordnung mit der Erfindung der Nation koinzidiert. Das hat zuletzt Heinrich Brosse in seinem Buch zur Bildungsrevolution gezeigt. Besonders deutlich wird diese gegenläufige Bewegung an Herders erster geschlossener Sammlung von Volksliedern, den sogenannten alten Volksliedern, die 1773 bis 1775 entstehen. Hier wird zunächst die sozialkritisch fundierte Differenz zwischen gelehrter Poesie und Volkspoesie expliziert. Die Volkslieder sollen für alle verständlich und nicht nur, Zitat, im Spiegel der Glossatoren, Zitat Ende, lesbar sein. Damit opponiert Herder gegen die gelehrte Kultur, um in Abgrenzung davon ein Konzept der lebendigen Poesie, der Naturpoesie zu entwickeln. Zugleich werden die Volkslieder nun aber dezidiert als, Zitat, Volksvaterlandslieder für uns, Zitat Ende, ausgewiesen, das heißt, als Lieder des deutschen Volks. Dabei entwickelt Herder die Vision einer organischen Gemeinschaft, die alles andere als aufklärerisch ist, sondern eher protoromantisch wirkt. Die deutsche Nation ist dabei jedoch eher die Fiktion einer Einheit, denn letztlich kommt es in den alten Volksliedern zur idiosynkratischen Verschmelzung und Homogenisierung durchaus unterschiedlicher kultureller Einflüsse. So behauptet Herder etwa, die alte englische und deutsche Sprache und Poesie seien ursprünglich verwandt, um einige seiner Lieblingsballaden in die Sammlung integrieren zu können. Das Deutsche entsteht als Pastiche. Herder muss viel Übersetzungs- und Redaktionsarbeit leisten, damit die Muttersprache so natürlich klingt, wie sie sein soll. Die Erfindung der deutschen Nation an den Volksliedern kann man ihr Making-of gleichsam philologisch nachvollziehen. Bei Herder aber sind die Geburt der Nationalphilologie und ihre komparatistische Überschreitung gleich ursprünglich, sie haben den gleichen Ursprung. Auf die deutschen und englischen Lieder in den ersten Büchern der alten Volkslieder folgt ein programmatisches viertes Buch mit dem Titel Ausweg zu Liedern fremder Völker. Der titelgebende Ausweg, vielleicht auch nicht ganz leicht zu übersetzen, ist dabei entschieden mehr als ein bloßer Exkurs, vielmehr ein Forschungsexposé für eine neu zu begründende vergleichende Ethnographie im Medium des Volkslied. Das eine deutsche Volk hat sich hier in eine Vielzahl fremder Völker pluralisiert. Deren Lieder, so argumentiert Herder in der programmatischen Vorrede, gelte es zu sammeln und als privilegierte Quellen für die Sitten und Gebräuche, die Religion, Mythologie und Poesie fremder Völker zu erforschen. Als Agenten dieses Sammlungsprojekts erscheinen Geistliche, die dem Volk schon von Berufswegen gleichsam aufs Maul schauen, dessen Sprache aufzeichnen und Poesie verstehen können. Das Baltikum wird zu einem wichtigen Ausgangspunkt für diese ethnografischen Feldforschungen. Die Letten, Esten und Litauer erscheinen auf der Landkarte. Dabei scheint Herder wesentliche Erkenntnisse der Postcolonial Studies bereits vorwegzunehmen. Die kleinen Völker und ihre Stimme gewinnen an Bedeutung. Die gleichermaßen philologischen wie politischen Implikationen dieses Projekts wurden 2014 auf einer schönen Tagung von Jörg Gotthard Mix in Marburg beleuchtet, die den Transformationen der Antikolonialismus-Debatte der Aufklärung gewidmet war, mit besonderem Blick auf das deutsch-baltisch-französische Dreiecksverhältnis zwischen Herder, Galib Merkel und Renal, dessen Histoire des deux Indes Herder produktiv aufgenommen hat. Deutlich wird dabei, dass Herders Lieder, die den baltischen Völkern eine Stimme geben, um sie wieder ins Recht zu setzen, durchaus eine revolutionäre Agenda verfolgen.
Die Volkslieder können als poetischer Auftakt zum politischen Diskurs über die Aufhebung der Leibeigenschaft im Baltikum gelesen werden. Als Generalsuperintendent in Weimar hätte Herder über die Ressourcen verfügt, um das ambitionierte ethnopoetische Projekt der alten Volkslieder zu realisieren, in einem voll ausgestatteten Pfarrhaus. Also Lieder fremder Völker im Original, mit Interlinearübersetzung, Noten und Kommentar zu liefern. Er entscheidet sich dagegen. In die zweibändigen Volkslieder, die 1778 und 79 erscheinen, finden nur verhältnismäßig wenige Lieder kleiner Völker Eingang. Im Zeichen der Weimarer Ästhetik gewinnt die klassische Antike wieder an Bedeutung. In der Vorrede zu den Volksliedern wird Homer als Vater der Volkspoesie intronisiert. Diese Tendenz macht sich auch in den einzelnen Büchern der Sammlung bemerkbar. Dort werden estnische und lettische Lieder zum Beispiel mit Fragmenten griechischer Oden kombiniert. Im Kommentar vermerkt Herder, dass er die griechischen Oden, Zitat, eingemischt habe, um zarte griechische Seelen über die Barbarei der baltischen Lieder hinwegzutrösten. Zitat Ende. Das ist durchaus symptomatisch. In den Volksliedern zollt Herder der ästhetizistischen Geschmacksnorm Tribut. Die wilde Poesie wird im Zeichen der Weimarer Klassik domestiziert. Das zeigt sich an der Selektion, der Kombination, aber auch der sprachlich-stilistischen Redaktion der Lieder. Auch deutsche oder baltische Lieder werden etwa in antike Versmaße gesetzt. Die eigene Kultur soll klassisch werden. Deutlich wird hier der Zusammenhang von Metrik und Kulturpolitik, den zuletzt Remigius Bunia in einer Studie beschrieben hat. Die ästhetische Normierung entspricht dabei einem Konzept von Ethik und Moral, das wesentlich auf die Besänftigung starker Affekte abzielt. Der neue Mensch von Weimar soll sich selbst beherrschen. Herder war Volksliedsammler in Weimar, aber auch der oberste Geistliche. Bis kurz vor seinem Tod, 1803, arbeitet Herder dann aber an einem geheimnisvollen Projekt, das er selbst als Palingenesie seiner Volkslieder beschreibt. Wörtlich übersetzt heißt das Wiedergeburt. Schon den Prozess der Überlieferung von Volksliedern beschreibt Herder als solch eine Palingenesie, als Wiedergeburt oder Metempsychosis, als Seelenwanderung. Dass sich der Text eines Liedes im Lauf der Tradition wandelt, während die Melodie sich gleich bleibt, umschreibt Herder mit dem Bild des Menschen, der beim Tod nur die körperliche Hülle abstreift, während seine Seele unsterblich ist. Eine kryptotheologische Gedankenfigur, die poetophilologisch fruchtbar gemacht wird. Im Zeitschriftenprojekt Adrastea hat Herder expliziert, wie er sich die Palingenesie nicht nur einzelner Lieder, sondern einer ganzen Sammlung vorstellt. Die Volkslieder sollten vollständig überarbeitet, um Quellen vermehrt und vor allem neu gegliedert werden, nämlich nach Völkern, so wie es die alten Volkslieder ursprünglich vorsahen. Leider stirbt Herder, bevor er diese Palingenesie ins Werk setzen kann. An diesem Punkt setzt das Erasmus-Plus-Projekt Medienpraktiken der Aufklärung ein. Natürlich konnte es uns nicht darum gehen, eine ultimative Volksliedausgabe letzter Hand mit medienpraktischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts zu besorgen. Eine digital gestützte Palingenesie, Herder Resurrected. Das ist ein Phantom, dem schon die Philologie des 19. Jahrhunderts erfolglos hinterherjagte, wie wir es zuletzt in einem Aufsatz mit Carlos Spörhase und Alexander Nebrich zu den philologischen Palingenesien in der Zeitschrift für deutsche Philologie beschrieben haben. Stattdessen haben wir eine Perspektive der Beobachtung zweiter Ordnung eingenommen, um die Medienpraktiken sichtbar zu machen,
die Herder und andere Autoren einsetzen, aber geschickt verschleiern, um poetische Objekte wie Volkslieder zu verfertigen. Dazu gehören das Exzerpieren, das Übersetzen und das Kompilieren. Dabei verschiebt sich der Fokus vom Autor und seinem Werk auf größere Netzwerke von Akteuren, etwa mit Blick auf die Sammlung estnischer, lettischer und litauischer Lieder, die durch den großen Generalsuperintendenten in Weimar in Auftrag gegeben wurde, sich aber fortschreitend verselbstständigte. Herders Hilfs- und Zuarbeiter verwandelten sich in diesem Prozess der Sammlung von Quellen in selbstständige Herausgeber, die schließlich eigene, nationalsprachige Volksliedausgaben besorgten. Beata Paschkewitzer und Aya Taiminja haben diese Sammelnetzwerke in einem Aufsatz sehr schön rekonstruiert. Am Beispiel von Herders Volksliedern lässt sich also ein Emanzipationsprozess nachvollziehen, der idealtypisch von der geschlossenen Form des Werks zum offenen Netzwerk und von den großen Autoren zu den kleinen Völkern führt. Der Anspruch des Projekts zu den Medienpraktiken der Aufklärung war es, neue Formate jenseits klassischer wissenschaftlicher Publikationen zu erschließen. Nicht nur Sammelbände und Aufsätze, sondern zum Beispiel auch Ausstellungen, die ein Phänomen wie die Volkslieder multimedial erfahrbar, transnational sichtbar machen und damit zugleich für eine größere Öffentlichkeit erschließen. Sowohl an der Lettischen Nationalbibliothek in Riga als auch an der Universität Tartu wurden Ausstellungsprojekte in diesem Sinn realisiert. Davon werden Beata Paschkewitzer und Lina Lukas berichten. Mit den Kolleginnen und Kollegen vom Lettischen Folklorearchiv in Riga, vor allem Elina Gailite, Guntis Pakarns und Dace Bula, haben wir im Rahmen des Projekts auch über digitale Techniken der Erschließung von Quellen wie Volkslieder nachgedacht, etwa durch Crowdsourcing. Guntis Pakarns, der 2017 für ein Gastseminar nach Potsdam kam, konnte viele Studierende für die lebendige Volksliedkultur begeistern, das Liedersingen und Geschichten erzählen oder Storytelling. Diese Perspektiven wollen wir im Rahmen eines neuen, größer angelegten Erasmus-Plus-Projekts zur Zukunft des kulturellen Erbes im modernen Europa weiterverfolgen. Wieder zusammen mit der Universität Bordeaux-Montaigne, dem Musée d'Aquitaine und einer ganzen Vielzahl weiterer Praxispartner. Aber das ist noch Zukunftsmusik. An dieser Stelle wollen wir bereits allen Kolleginnen und Kollegen und insbesondere, also ganz insbesondere auch den Studierenden von den vier beteiligten Projektstandorten für ihr großes Engagement in den letzten 3 Jahren ganz herzlich danken. Unser Dank gilt abschließend auch den Kolleginnen und Kollegen vom DAAD in Bonn, allen voran Beate Körner und Britta Schmidt, die immer ein offenes Ohr für all unsere Anliegen zum Erasmus-Plus-Projekt hatten. Nun freuen wir uns auf die Konferenzwoche in Bordeaux. Vielen Dank. Merci beaucoup, merci Kaspar, merci Vincent pour cette introduction à la fois passionnante du point de vue, je dirais, de l'histoire de l'anthropologie et de l'inscription de chants populaires dans l'œuvre de Herder. Et nous aurons certainement l'occasion de revenir à cela dans des questions.